Was sind die Rauhnächte und warum begeistern sie mich so? Heute im Interview mit Katrin Hirsekorn. Ich freue mich auf tiefes Wissen. Wie sind die Rauhnächte entstanden und wie können wir sie für uns am allerbesten nutzen? Ich freue mich so auf den Talk jetzt. Die Rauhnächte mit Katrin Hirsekorn, psychologische Astrologin. Und ich darf dich meine Freundin nennen. Yay! Ich freue mich so. Ich freue mich mega auf den Talk. Katrin, du bist, wie ich gesagt habe, psychologische Astrologin. Du bist natürlich noch viel mehr und wir haben uns bei der Gesichtleseausbildung kennengelernt. Und du hast uns schon begleitet, hast uns als ganze Familie das Astrologie-Reading gemacht. Und für mich war das alles so, wow, neu. Und ich freue mich so, dass du heute hier auf unserem Kanal bist und dass wir über so etwas Spannendes wie die Rauhnächte sprechen und dass wir sogar interaktiv mit der Community etwas geplant haben in den Rauhnächten. Herzlich willkommen! Danke, danke. Ich freue mich selbst riesig, dass du mich interviewst und letztendlich, ja, die Rauhnächte ist was Besonderes. Mega besonders. Katrin, ich habe es letztes Jahr das erste Mal gemacht und also ich war total die Neuanfängerin, habe mich ein bisschen damit beschäftigt und ich freue mich, dass wir heute zusammen in die Tiefe gehen. Aber ich möchte dich kurz in meine Rauhnachtsgeschichte mit reinnehmen, die ich letztes Jahr auch mit der Community gemacht habe, damals noch auf Instagram. Und zwar war das so, ich dachte, oh, das ist so ein schönes Ritual. Und ich bin ja christlich aufgewachsen und da war einfach Weihnachten und dann danach eigentlich nichts mehr. Und jetzt mit diesen zwischen den Jahren, du nimmst uns da auch dann noch in die geschichtliche Reise mit hinein, diese Energie wirklich zu nutzen. Und ich habe dann das mit diesen Wünschen gemacht und so weiter. Und ich muss dir sagen, mein größter Wunsch ist tatsächlich in Erfüllung gegangen dieses Jahr und für mich ist das so krass und es haben sich so viele Sachen gefügt. Also es ist so stark, so powerful. Es hat sich nicht alles bewahrheitet, aber ich habe ja noch ein paar Tage in diesem Jahr und ich habe auf jeden Fall Vollgas gegeben, weil der 13. Zettel, der übrig blieb, da stand Gesundheit an Körper, Geist und Seele. Das heißt, es war wie meine Aufgabe und ich musste so lachen, dass ausgerechnet diese Aufgabe mir übertragen wird in meiner Selbstverantwortung, weil darum geht es ja hier immer bei diesem YouTube-Kanal, um in die Selbstverantwortung für die Gesundheit an Körper, Geist und Seele zu gehen. Und für mich hat es dann auch beeinflusst, da hast du mich ja auch begleitet, mit Instagram aufzuhören und so weiter, also all die Sachen, wo ich merke, die haben mich noch getriggert und haben mich davon weggeführt, ganz nah zu mir zu kommen, durfte ich dieses Jahr loslassen. Und ja, also das ist einfach kurz meine Geschichte und deswegen, ich freue mich so auf das zweite Ritual in meinem Leben in den Rauhnächten. Wie ist es für dich? Wie bist du so drauf gestoßen? Hat es damit zu tun mit deiner Ausbildung oder ja, was ist da deine Geschichte dahinter? Tatsächlich ist es ja immer so, wenn man einmal von etwas hört, ne, where the focus goes, the energy flows. Bei mir war das so, eine Freundin von mir hat mir ein ganz kleines Büchlein geschenkt zu den Rauhnächten. Und auf einmal habe ich überall nur noch von Rauhnächten gehört und dachte mir, wie kann es sein, dass ich die Jahre vorher nie was davon gehört habe und jetzt nur noch. Also muss ich dieses Büchlein mir da anschauen und auch gucken, was das ist und habe das einfach mal ausprobiert. Und seitdem, ich glaube, das ist jetzt ungefähr so 6 Jahre, mein Ritual und letztendlich ja so die Zeit, wo ich diese innere Einkehr habe. Es ist witzigerweise auch so, dass ich, bevor ich die Rauhnächte kannte, schon immer mir zwischen den Jahren Urlaub genommen habe und es für mich sowieso immer eine besondere Zeit war. Und jetzt habe ich auch verstanden, dass es ja so, man fühlt es ja meistens letztendlich auch und dementsprechend ja, intuitiv habe ich so letztendlich die Rauhnächte schon immer gefeiert und gelebt, aber noch nie mit so einem ja, System, sagen wir mal, dahinter. Ja. Und wie ist es für dich mit einer eigenen Erfahrung, wo du sagst, ja, dass ich die Sachen so manifestiert habe und so bewusst in die Realität gebracht habe, da hat es für mich eine Änderung gegeben? Gibt es da auch was? Also
Es ist, wie du schon sagst, man muss ja oder man darf die Wünsche, die 13 Wünsche notieren und schon da fängst du ja an, ganz bewusst damit umzugehen. Was wünschst du dir? Und manchmal denkt man so, ja, 13 Wünsche, easy. Und erst wenn du dir ganz bewusst überlegst, erstens, in einem Jahr wirklich realisierbar, zweitens, ein Wunsch bleibt übrig, für den du selbst verantwortlich bist, also tatsächlich auch in die Verantwortung gehen und dann ja auch, ja, letztendlich. Es ist ja nicht so, dass das Universum dir das alles abnimmt, sondern es sind ja wirklich Herzenswünsche, die du dann in Erfüllung gehen lässt, indem du trotzdem dahin dich bewegst und das Universum hat quasi so einen Rückenwind, gibt dir Rückenwind und dann fügt sich das. Und schon alleine diese Wünsche niederzuschreiben, nur für sich selbst, ist total die Kunst, finde ich, weil man fängt meistens an, meine Mom ist jetzt auch bei den Rauhnächten dabei, sie fing dann an, ich wünsche mir, dass die Enkelkinder gesund sind und so Sachen. Das geht natürlich nicht. Es geht wirklich um sich selbst. Und da reinzuspüren und die Wünsche zu fühlen, das ist total, ja, magisch. Und das war letztendlich für mich so ein bisschen der Game Changer, weil man denkt ja, total einfach ist es aber nicht. Ist es nicht. Und dann fängt man auch an zu gucken, so was ist mir überhaupt wichtig? Was will ich in diesem Jahr? Und so letztendlich einen Fokus zu setzen. Und ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich bin dieses Jahr Mama geworden und bei mir wird der Wunsch, der übrig geblieben ist. Ich wollte so ja letztendlich eine Mama-Community haben, die wundervolle Frauen beinhaltet, mit denen man auch so auf Herzensebene sich verbinden kann. Und dieser Wunsch ist übrig geblieben. Und dann dachte ich, ja, stimmt. Ist eigentlich total schön, diesen Wunsch selbst zu realisieren dieses Jahr und habe mich dann auf den Weg gemacht. Wow, so schön, so schön. Vielen Dank fürs Teilen. Ja, lass uns hineintauchen. Es ist so, ich bin ja so ein kleiner Nerd und deswegen liebe ich es immer so, Experten von einem Bereich dazu zu holen und unsere Community ist auch eher nerdig unterwegs. Wie ist das entstanden? Du hast schon beim Vorgespräch angedeutet, du Priscilla, das sind Überlieferungen, das kann man nicht genau so sagen. Nimm uns da doch bitte hinein in das Wissen, was du hast, sodass wir ein bisschen so den Hintergrund dafür kennen. Und dann tatsächlich ist es so, dass die begleiteten Rauhnächte, du kannst ein PDF runterladen, du findest es dann hier. Und da ist schon mal eine Vorlage für dich, wo du das machen kannst. Und wir haben Texte von der Katrin Hirsekorn dann auf unserem Telegram-Kanal, wo jeden Tag sie etwas dazu geschrieben hat. Wundervoll, weil wir gehen jetzt gleich ins Wissen von der Katrin rein. Es hat nämlich jede Nacht eine Bedeutung. Aber zuerst mal machen wir die große Box auf. Wie ist dieses Ritual entstanden? Also, es gibt ja, ja zwei Wege. Fangen wir erstmal an. Was sind die Rauhnächte? Ja, die 12 Nächte, die letztendlich immer eine Nacht für einen Monat im Folgejahr stehen. Und man sagt ja immer so schön, ja, zwischen den Jahren. Zwischen welchen Jahren? Es ist ja so Silvester, Ende vom Jahr und Neujahr ist Beginn. Und ich habe mich immer gefragt, was heißt das denn zwischen den Jahren? Und es ist total schön, weil wir haben 12 Mondzyklen, das sind 354 Tage, das heißt ein Mondjahr, wenn du so möchtest, und ein Sonnenjahr sind 365 Tage. Und zwischen den Jahren sind so Pi mal Daumen 12 Tage und 12 Nächte, und das sind die Rauhnächte. Das heißt, das ist so eine ganz besondere Zeit, wo, ja, man sagt so schön, die Schleier zur Anderswelt ganz, ganz dünn werden und man so einen Vorblick bekommt auf das folgende Jahr. Und man die Möglichkeit hat, auch dieses Jahr zu manifestieren, die Wünsche dann auch letztendlich wahr werden zu lassen. Das sind erstmal die 12 Rauhnächte. Und wie sind sie entstanden? Und das fand ich wirklich schön, diese Geschichte auch mal zu recherchieren. Die Überlieferungen sind, dass es von den Germanen kam, aber losgelöst, woher es kam. Es ist entscheidend, welche Zeit damals war. Und die Zeit war Feuer. Sie hatten keinen Strom, keine Heizung. Die Familien saßen jeden Abend beim Feuer zusammen. Und warum ist es überhaupt in den Rauhnächten? Ist letztendlich, es fängt schon an mit der Wintersonnenwende, das heißt der 21. Dezember, wo die längste Nacht ist und der kürzeste Tag. Und die längste Nacht bedeutet die kälteste Dunkelheit, Tiere kommen. Und es ist so, dass tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt auch viele Menschen verstorben sind. Hungersnot, Kälte. Und man wusste, wie so eine magische Grenze, wenn dieser Tag überstanden ist, die längste Nacht, dass dann die Hoffnung kommt,
die Hoffnung auf das Überleben, dass alles besser wird, dass dann auch die nächste Ernte kommt, beziehungsweise erstmal, ne, Frühling, Sommer und so weiter. Und dementsprechend ist es einfach so eine ganz, ganz magische Zeit für die Familien gewesen. Und damit man auch diese Zeit überlebt, hat man sich beim Feuer getroffen, um dann gemeinsam auch Trost und auch über Sachen zu sprechen, zu verarbeiten und ja, diese Gemütlichkeit entstehen zu lassen. Wahrscheinlich hat man da nicht an Gemütlichkeit gedacht, aber im Sinne, es ist letztendlich gemütlich geworden. So. Und das ist letztendlich das Magische, weswegen es mit der Wintersonnenwende am 21.12. anfängt. Und die Rauhnächte selbst. Und da sind manche Personen unterschiedlich unterwegs, fangen entweder am 21.12. an oder die meisten fangen mit dem vier, auch von dem 24. auf dem 25. an. Das ist die erste Rauhnacht. Weil man nutzt die 3 Tage. Das dauert ungefähr so lange, bis letztendlich die Tage länger werden, um das alte Jahr zu verabschieden. Räuchern, sauber machen, vielleicht auch verzeihen, vielleicht um Verzeihung bitten und letztendlich wirklich so dieses nach innen gehen und sich besinnen. Und das Wort besinnen auch so schön. Ja, und das ist die Geschichte von den, ja, wie die Rauhnächte entstanden sind. Und ich weiß nicht, für mich ist es so. Da ist so viel Hoffnung dabei, was man ja vielleicht so, naja, Rauhnächte ganz schnell beim Wünschen ist und bei diesem Bekommen oder Wollen. Und wenn man aber die Geschichte dahinter hört, dann ist man ja komplett in dieser Herzöffnung. Ja. Ja, ich finde das so spannend von der christlichen Tradition, dass ja dann die Geburt Jesus dahin datiert wurde und dass die drei Könige, die dann aus dem Morgenland kamen, ja auch diese Geschenke mitbrachten, was ja auch die Myrrhe, die auch zum Räuchern gebraucht wird. Also, dass man da auch von verschiedenen Traditionen und Richtungen einfach auch eine Verbindung sieht. Und ja, dass das einfach so alt überliefert wurde, diese Tradition. Und gerade, du hast gesagt, in dieser Zeit ist dieser Schleier zur Anderswelt, also zur spirituellen Welt, zum Göttlichen, zum höheren Selbst oder wie man das nennen möchte, ist einfach so präsent. Und hier die Gebete zu sprechen, und für mich sind Wünsche auch Gebete, sind Herzensgebete, es ist dieses Verbinden mit meiner Seelenessenz. Hey, warum bin ich eigentlich hier? Und dieses Bewusstsein machen, mal auf diesen Pauseknopf zu drücken und zu sagen, okay, auch was habe ich alles erlebt, was hat sich alles gezeigt? Und ich habe gerade eine Wintermeditation geschrieben, die kommt dann am 1. Januar aber auf Spotify dann raus. Und da habe ich so dieses Bild gesehen, durch das Jahr haben sich so viele Sachen wie herumgewirbelt. Im Herbst sieht man dann die Blätter, die herumwirbeln, ist ja das, was im Frühling und im Sommer von den Bäumen gereift ist. Und da zeigt sich alles nochmal, dann legt sich das auf die Erde und im Winter kommt dann der Schnee drüber und das ist so eine Dunkelheit und auch Druck und alles da. Aber das wird alles, was wir erlebt haben, all die Blätter, all diese Lebensmomente werden konserviert. Und das wird der neue Humus für das nächste Jahr. Und ich finde es so schön, was die Natur uns vorlebt, dass wir im Feinstofflichen, in unseren Wünschen, in unserer Seelenessenz, in unserer Emotionen- und Gedankenwelt jetzt einfach diesen Humus, den einfach aufbereiten können, im Vertrauen auch wieder, dass das Göttliche dann das auch wieder zum Wachsen bringt. Weil da ist ja eine Lebensenergie, da können wir ja nichts dafür. Aber wir können wie die Impulse setzen. Und das finde ich so schön an diesen Total Rauhnächten. schön. Eigentlich könntest du auch Astrologin werden, weil genau das ist letztendlich die 12 Energien vom Jahr, die mitgenommen werden. Und das, was du beschrieben hast mit dem Humus letztendlich und die Blätter, die abfallen, das ist die Skorpionenergie, die dann transformativ wirkt. Und dann die Schütze-Energie kommt, die das Ganze, dann das Feuer letztendlich mit Hoffnung anreicht. Und der Steinbock, und da sind wir auch bei den Rauhnächten, letztendlich in dieses, ja, Struktur, Manifestation übergeht und auch so diese Arbeit und Verantwortung übernehmen, dafür letztendlich rübergeht. Und ja, dann fängt das neue Jahr an, ne? Und dann geht es in Wassermann und Fische, Fastenzeit, bis dann wirklich der Frühling anfängt mit der Widderzeit und dieses Sprießen durch den Schnee hindurch, die Schneeglöckchen. Und das ist halt auch genau diese 12 Energien, wie die 12 Rauhnächte, 12 Monate, sind immer wieder bei dieser Zahl. Und dementsprechend auch so dieses ganz bewusste, jede Energie und jede
jeden Tag beziehungsweise jede Rauhnacht ganz bewusst durchleben. Ja. Ganz schön, ich freue mich schon auf diese Meditation. Ja, es ist wirklich, ich habe mich schon so gefreut, Katrin, einfach nur auf das Interview jetzt, weil ich mich wirklich, ich freue mich so auf diese Rauhnächte. Ich freue mich auf das christliche Fest und in Verbindung mit diesen Rauhnächten und das alles zusammen, das hat einfach so eine Kraft. Also in diesen Jahreszeiten ist so viel Kraft da. Und ja. Man kann ja auch wirklich so sehen, wie der Sommer und man geht nach außen. Und jetzt kann man ja als Peak diese Wintersonnenwende am 21. dieses nach innen und wirklich nutzen, diese Einkehr zu Hause in seinem Herzen, in seiner Seele wirklich lebendig werden zu lassen. Und vielleicht auch nochmal auf diese 13-Wünsche-Ritual zu kommen. Ich finde das ja wirklich so faszinierend. Ich habe mal am Anfang mir gedacht, warum 13? Aber diese Bewusstheit, sich selbst zu sagen, in der Präsenzform, ich, in, zum Beispiel in deinem Fall, bin gesund, körperlich, seelisch, geistig. Und das wirklich zu spüren, weil wenn du das nicht spürst, dann brauchst du den Wunsch auch gar nicht niederzuschreiben, weil das ist ja dann gar nicht dein wahrer Wunsch. Und das ist so dieser, ja, dieses bewusste Erleben von der Wintersonnenwende, weil da sagt man, sollte man am besten die Wünsche runterschreiben, ist auch nochmal eine gute Geschichte. Und vor allen Dingen aus diesem, ja, Chaos rauszukommen vor Weihnachten, so viel Geschenke und Co., sondern wirklich versucht, liebe Community, das Ganze vor dem 21. abzuschließen, damit ihr dieses Mal, falls für euch auch das erste Mal ist, ja, diese Energie spürt. Das ist wirklich besonders. Oh, ich freue mich so und ich freue mich auch auf die Texte, die ich jedes Jahr in deinem Namen dann auf dem Telegram Heilkraftwerk veröffentlichen darf. Kannst du uns da auch noch mit reinnehmen? Das Spezielle ist ja, dass wie jede Nacht dann für einen Monat steht. Das heißt, was träume ich da oder was habe ich am Tag vorher erlebt, könnte ein Vorbote dessen sein, was mich da dann beschäftigen wird. Kannst du uns da noch mit reinnehmen? Ja, gerne. Die Rituale sind, das ist auch so komplett individuell. Wichtig ist für euch zu verstehen, es ist überhaupt nichts irgendwie fest oder kein so festes System. Und ja, man sollte auch nicht in irgendwie Angstenergie reingehen, ich habe etwas vergessen oder so. Es gibt kein Vergessen bei den Raunächten. Es ist wirklich eher in diesem Gefühl von Dankbarkeit, vom Loslassen, ja, Besinnlichkeit. Und jeder Tag steht für einen Monat im Folgejahr. Und man fängt an bei der Dämmerung vom 24. Manche sagen auch Punkt Mitternacht, 24. auf dem 25. fängt quasi die Rauhnacht an oder letztendlich ja diese Dämmerung. Und du fängst dann an und hast deine Wünsche schon vorbereitet, am besten niedergeschrieben auf Papier, so dass du das zusammenlegst und nicht erkennst, welcher Wunsch es ist. Legst es bereit und ja, es gibt verschiedene Rituale. Manche sagen, für sie ist es wichtig, die Fragen, die dann auch auf dem Telegram-Kanal letztendlich sein werden, dass man sich die Zeit nimmt, um diese Fragen zu beantworten. Warum? Weil jeder Tag auch eine andere ja, Thematik mit sich bringt. Man fängt an mit Ahnen, man fängt an damit, das Jahr abzuschließen, sich zu bedanken, was möchte ich loslassen, bevor es danach in den letzten Rauhnächten eher in diese Vision von der Zukunft geht. Und das heißt, es ist ja wünschenswert für sich einfach Zeit zu blocken, jeden Tag, dass man sich auch bewusst zurückziehen kann. Und es sind die Fragen, die wir jeder einzelne von uns durchgehen. Es ist das Räuchern, wenn du möchtest. Räuchern ist ja nicht nur die Energien letztendlich säubern, sondern früher hat man auch gesagt, die Krankheitserreger wurden damit abgetötet. Und dementsprechend sind wir wieder bei Körper, Seele, Geist. Manche nutzen auch gerne Tarotkarten oder generell Karten, um für sich für jeden Monat eine Karte zu ziehen. Manche arbeiten mit ihren Träumen, dass sie die Träume niederschreiben. Ich muss sagen, ich träume wirklich viel in dieser Zeit. Wenn ich sonst weniger träume, ist es super spannend, weil es ja wirklich zum Beispiel auch habe ich meine Schwangerschaft erträumt. In dem Monat letztendlich habe ich damals von einem Kind geträumt. Und ja, ne, das sind so Momente, wo ich dann auch so denke, okay, wie funktioniert es? Aber ne, es hat funktioniert. Und
Ja, das sind letztendlich Träume, Symbole, vielleicht trifft man Menschen wieder in der Zeit, Gespräche oder ne, du findest irgendwo eine Feder. Schreib dir das alles auf und beobachte, was es sein kann. Was ja viele machen, ist letztendlich wie so eine Art Tagebuch führen oder eine meiner Freundinnen, sie macht das total schön. Sie hat wie so ein Blatt Papier und schreibt das alles runter, legt es zusammen und für sie ist es ein Ritual, im Folgejahr immer am 1. des Monats dieses Blatt Papier rauszuholen und sich durchzulesen. Weil es bringt ja auch nichts, jetzt niederzuschreiben und das danach nicht nochmal sich durchzulesen. Ja. Und das ist eigentlich so dieses Schöne. Und ich glaube, wenn man sich die Zeit nimmt, wird es funktionieren. Die größte Herausforderung ist es, wenn der Alltag nach Neujahr quasi wieder startet, es dann durchzuziehen bis zum 6. Januar. Ich finde, deswegen ist es so toll, dass ihr das als Community macht, weil alles vorher ist, sage ich mal, machbar und danach wird man wieder so ein bisschen schluderig. Und das ist eigentlich so das Wichtige für mich, dass man dann immer noch bei sich bleibt. Weil da geht es ja wirklich um die Vision für das neue Jahr, nicht nur das Jahr vorher abzuschließen. Wie erging es euch? Ich glaube, ihr wart noch im Urlaub. Genau, wir waren in Portugal, und es stimmt, es ist tatsächlich so, dass nach Silvester kommt so eine spannende Energie, so eine Müdigkeit, eine Lethargie, eine Verlangsamkeit. Ja, da kann ich mich schon dran erinnern, ja. Ganz kurz zum Ritual, das Wichtigste vergessen, und zwar, dass Ja. man natürlich jeden Tag einen Wunsch verbrennt. Das ist ja das quasi Wichtigste bei den 13 That's the Wünschen. way to go. Darauf freue ich mich übrigens immer, weil ich jedes Mal denke, und die Wünsche, die macht man nicht auf. Das ist ja auch nicht sowas, dass ihr sie aufmacht und dann verbrennt, sondern ihr zieht einfach nur einen Wunsch, ne? Was auch Den immer ihr euch man überlegt. vorher geschrieben hat, genau bis zum 23. muss das ja geschrieben sein, oder dann? Und Genau. dann sieht man den, und wir haben es dann immer schön im Vorjahr Immer. verbrannt. Habt ihr das immer dann zusammen gemacht, also Als quasi Familie, ins Feuer gelegt? ja. Ja. Ja, und das Ja, war auch danach wird. cool. Wir sind auch mit dem Bus sind wir runtergefahren nach Portugal und dann hatten wir auch einfach in der Schale und dann, ja, Jonas noch ein Lied auf der Gitarre gespielt und ja, das ist Ah, echt ein schönes schön. Ritual als Familie, finde ich auch. Sehr schön, ja. Ich wurde mal gefragt, dass man Wünsche nicht verbrennen soll. Manchen hilft dann dieser Gedanke, dass man diese Asche in die Erde gibt und letztendlich etwas Neues kreiert. Von daher, so dass man mit den Elementen dann auch spielt: Feuer, Erde. Ja. Ja, und dann natürlich ist das Schönste zum Schluss, für mich das Schönste, wirklich so dieses den letzten Wunsch öffnen und zu verstehen, für was man selbst verantwortlich ist. Ja, das war so powerful. Das war's. Habt ihr das abgeglichen in der Familie? Ja, ich bin mir gar nicht, ich glaube, also ich weiß, dass unser Sohn sich dann geärgert hatte, dass er so oberflächliche Sachen aufgeschrieben hatte. Aber ich glaube, das passiert als Kind, dass man sich dann, weißt du, eher so materielle Sachen. Also ich habe auch, also eine meiner größten Wünsche war sehr materiell. Also ich will nicht sagen, dass man keine materiellen, der sogar in Erfüllung gegangen ist. Wir sind ja dieses Jahr dann umgezogen und das habe ich mir sehr erträumt. Und dann war irgendwie sein letzter Wunsch, war irgendetwas, wo er gemerkt hat, ah, das wäre gar nicht sein Herzenswunsch gewesen. Und das ist ja auch spannend, wenn man als Familie solche Sachen macht. Ich glaube, dass er dieses Jahr das eben wie anders machen wird und anders herangehen wird. Also. Weißt du, mir ist es auch einmal passiert und ich musste so ein bisschen drüber schmunzeln, weil A, war das kein klarer Herzenswunsch von mir, sondern eher so, wirklich, wie ich gesagt habe, versucht mal 13 Wünsche aufzuschreiben. Irgendwann mal denkt man sich, ach Wahnsinn, so viele Wünsche, Herzenswünsche sind es ja gar nicht. Und dann habe ich aber gedacht, so, wie interessant, dass das Universum genau diesen Wunsch übrig gelassen hat, ne? Dass quasi das Universum sich eben nicht dahinter committet. Ich meine, das ist auch eine Aussage, finde ich. Ja. Und, ne, und dementsprechend so, ja, ich übergebe es dir, dass du die Verantwortung dafür trägst. Ja, jetzt konnte er dann selbst entscheiden, ist es wirklich mein Herzenswunsch? Will ich mich dahinter klemmen oder nicht? Von daher, für mich war das dann auch so ein Learning und ich konnte daraus auch viele Schlüsse ziehen, muss ich sagen. Ja. Ja, es ist mega spannend.
Ja. Ja. Und die 12 Monate dann auch nochmal so bewusst zu durchleben, quasi auch so dieser Abschluss zu verstehen, wie viel letztendlich passiert ist in einem Jahr, ist auch nochmal ziemlich krass. Ja, sehr. Deswegen, es ist schon auch intensiv. Also man braucht sich nichts vorzumachen, es ist intensiv und man kann auch die Möglichkeit nutzen. Zum Beispiel haben wir in der Familie, das vielleicht hat man nicht in der Weihnachtszeit die Zeit, sich zurückzuziehen, selbst manchmal auch 10 Minuten. Ne? Es kommt darauf an, wie die Tage sind. Aber auf der Fahrt im Auto darüber zu sprechen, beim Ko gemeinsamen Kochen. Es muss ja noch nicht mal so sein, dass man komplett alleine ist, sondern man kann das Ganze ja auch durchsprechen, indem man das als Familie einfach so löst. Genau, ja. Und ich bin auch schon sehr gespannt auf den Austausch. Wie gesagt, auf Telegram sind dann, kommen jeden Tag veröffentlichen wir eine Bedeutung von Katrin Hirsekorn und dann könnt ihr daraufhin kommentieren, was ist euch gekommen und so weiter. Also der Austausch wird definitiv stattfinden und darauf freue ich mich besonders. Genau, das PDF findet ihr hier. Und Telegram-Kanal ist natürlich unten verlinkt. Und auch die Katrin findet ihr auf Instagram, das ist auch unten verlinkt. Und sie macht einfach so wertvolle Arbeit. Danke, danke, danke dafür. Und was möchtest du jetzt einfach noch mitgeben der Community für die Rauhnächte als Abschluss? Ich glaube, einfach dieses zu genießen, diese Reise zu genießen und vor allen Dingen raus aus dieser Angstenergie, die manchmal haben. Und auch, denn es gibt, das ist auch das Schöne bei den rauen Nächten, eine Nacht, wo man alles, was man vielleicht nicht so Schönes erlebt hat in den rauen Nächten, dass man das auch verbrennen darf. Weil natürlich kann es passieren, dass in diesen 12 Tagen irgendwas passiert und man denkt sich, oh nein, das ist Vorbote für das nächste Jahr. Nein, auch das kann man transformieren und loslassen. Deswegen eher komplett in diese Energie von ja, Möglichkeiten zu gehen, das Herz öffnen. Und wenn man so in die rauen Nächte reingeht, dann kann es einfach nur schön werden. Ja, so, so schön. Vielen Dank. Gut, dass du das auch noch gesagt hast, weil ich das auch, diese Option gar nie habe, irgendwie in meinem Kopf, weil ich bin ja so ein Gummibärchen, ein positiv gestimmter Gummiball und wir kommen, genau, ich bin nicht so angstgeprägt, aber das ist mega wichtig, dass du das sagst, weil das ja sein könnte und dann ist es voll der Mindfuck. Genau, vielen, vielen Dank. Ja, es ist wirklich mein Herzensanliegen für dich ist es, dass ich sage doch immer, einer der ersten Schritte in der Selbstheilung ist die Reflexion. Und ich glaube, dass in diesen 12 Nächten, dass diese Reflexionskraft so enorm da ist, in die Rückschau zu gehen, aber eben in dieser Manifestationskraft und in der Manifestation braucht es die Reflexion, dass die vorwärts geschickt werden kann und in der Verbindung mit Gott oder dem Universum, wie du es auch nennen möchtest, so eine enorme Kraft hat und dich vorwärts, wie sagt man dem, drängen kann in dieses Leben, was du dir wünschst und was du auch verdient hast. Ich freue mich auf den Austausch und viel Spaß, wir sehen uns spätestens bei den Rauhnächten. Bis dann, ciao!